Hallo liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Nudel und willkommen zu Das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Ich habe dieses Spiel gesehen und mich sofort darin verliebt, in die Grafik, ins ganze Design überhaupt, in die Musik, die mir gerade wieder Gänsehaut bereitet, also wow. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Markus, der mir dieses Spiel geschenkt hat. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich dachte, dieses Spiel passt ganz gut so zur winterlichen Zeit. Wird ja ganz schön kalt und man möchte sich am liebsten vorm Kamin oder vorm Fernseher oder vorm Bildschirm muckeln mit so einem warmen Kakao. Und da dachte ich, das Spiel als Let's Play passt doch ganz gut. Und ich wollte schon immer mal ein Point-and-Click-Adventure Let's Playen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Keine langen Umschweife, keine langen Reden und wir nehmen ein bequemes Abenteuer. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Mit Rechtsklick kann Geron, so heißt unser Protagonist, seine Umgebung näher betrachten. Mit Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Olgiert, um ihn anzusprechen. Das machen wir doch mal. Ich wär... Nicht nett. Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Naja, ich hoffe es doch mal. Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen und Linksklick, um ihn aufzunehmen. Dann schauen wir uns ihn erstmal an. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen. Dann nehmen wir den. Mein Hammer! Lass ihn doch. Nee. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Niemals! Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand. So. Um das Inventar zu öffnen. Versuche Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen. Klicke dann mit der linken Maustaste auf Ulfried, um nach ihm zu schlagen. So, wir nehmen den Hammer und hauen ihn eine rein. Hoffentlich. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Das klingt ja gar nicht so gut. Und wenn Geron uns verflucht? Es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Geron ist ein Magiedilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Das kann nicht jeder. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krugsymbol neben der Inventarleiste.
Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen soll. Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerbrechlich sind. So wie diese Vase. Das hier ist das Symbol und das ist der Tonkrug. Kaputt. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Gwindling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Olgierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Wir werden aber nicht sehr nett behandelt von den ganzen Leuten hier, oder scheint mir das gerade nur so? Aber er scheint uns doch ein etwas vertrauterer Mensch zu sein. Käfig reparieren? Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Krähen? Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Ja, wir wollen aber auch die Queste gewinnen, anscheinend. Also, Geron arbeitet wohl bei Gwynling, wie das aussieht. Und, was ist denn mit dem Wettbewerb? Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Also, ich glaube daran, dass Menschen sich ändern können. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume... Sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Aha. Dunkle Ahnungen? Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Ritter Olderich? Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Wie, ja, ja? Ist er nun seit langer Zeit tot oder nicht? Ich frag nochmal nach den Krähen. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Er wirkt aber auch so ein bisschen paranoid, dieser Gwynling, oder? Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Ja, hilf mir lieber beim Wettbewerb, genau. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Eben.
Also, hilfst du mir? Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit dir, ich habe... Ja, eine okay. Ja, gut. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Ach ja, es ist ein bisschen ungewohnt, ein Point-and-Click-Adventure zu kommentieren. Also seht es mir nach, wenn ich darin noch nicht so gut bin. Aber ich denke, wir werden da gut reinkommen. Und, Gwinling, wir können ihn uns mal anschauen. Er ist vollkommen übernächtigt. Diese Albträume plagen ihn seit Tagen. Ich fürchte, allmählich verliert er den Verstand. So wirkte er gerade auf jeden Fall. Hier haben wir ein Bild. Gwendling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Können wir uns die näher angucken? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Ich guck doch nur. Haben wir hier noch was? Der Käfig zum Beispiel. Oder, Glaskolben haben wir hier vorne. Mhm. Das wird Olgierd büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Der ist wohl unser ärgster Feind. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Ja, dann beeil dich doch mal. Ich gehe mal kurz einen Schritt zur Seite und Glaskolben. Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten, das mag ich nicht so sehr. Zumindest nicht im privaten Leben. Können wir den nehmen? Du sollst die Finger davon lassen. Ja. Verbrichst es nur wieder. Ja, wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche Hotspots übersehen haben mit der Leertaste. Wir können hier runter, das haben wir untersucht. Gwinling, Gehstock. Gwinlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ach je, können wir den nehmen? Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Ja, jetzt kann der arme Mann nicht mehr weg. Ich gehe mal runter. Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgierd zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Okay. Aber erst schauen wir uns ausgiebig hier um. Gerons Eltern. Genau, wo sind die eigentlich? Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Das klingt nicht so gut. Die sind wohl gestorben. Er erinnert sich kaum noch an sie, also ist das wohl auch eine Weile her. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ich mache euch stolz auf mich. Kleiderkiste? Eigentlich viel zu groß für meine paar Sachen. Eine Flöte? Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ja, nimm mal mit. Was haben wir noch? Grüne Kleidung und halt die Kleiderkiste. Die können wir dann, genau, wieder zumachen. Viel zu viele unerledigte Dinge. Ja, die habe ich auch immer. Können wir hier irgendwas machen? Ist an der Tür vielleicht was? Nee, dann können wir die wieder zumachen. Was ist das hier? Ein Katapult? Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Mhm. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Können wir das nicht irgendwie reparieren, weil zu deppern will ich das eigentlich nicht. Oh, wir haben ja 4 Kreuzer. Einen Hammer, den haben wir noch von vorhin. Ein Wurfnetz. Ein Taubenei. Eine Netzfalle. Was wir alles mit haben. Oh. Ach, hier haben wir übrigens ein kleines Tagebuch. Und wir haben hier schon 2 Einträge.